Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Karl Heppner, Streitbare Störche. In einem Schwarzwalddörfchen steht seit unbekannten Zeiten auf dem Giebel einer alten Scheune ein Storchennest. Eines Nachts hörten die Nachbarn ein wütendes, aufgeregtes Geklapper. Eilig standen sie auf und liefen hinaus. In der klaren, mondhellen Nacht sahen sie, wie die Störche mit ausgebreiteten Flügeln und offenen Schnäbeln auf einen dunklen, länglichen Gegenstand einhieben. Man sah dem Kampf wohl 20 Minuten zu. Da kollerte etwas die Dachrinne herunter. Es war ein Marder, der sich an die halbflügen Jungen hatte heranmachen wollen. Wie heftig der Kampf gewesen war, das zeigten die Blutspuren auf dem Dach und an dem weißen Federkleid der tapferen Störche.